بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister im Islam, die heutige Nacht ist eine besondere Nacht. Die heutige Nacht ist der Auftakt zum letzten Drittel des Monats Ramadan. Die heutige Nacht ist die Nacht, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam es pflegte, in den I'tikaf zu gehen. Die heutige Nacht ist die Nacht, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas tat, was er sonst nie getan hat. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der in allen Dingen immer das Mittelmaß, al-wasatiyya, suchte, er hat ab dieser Nacht bis zum Ende des Monats Ramadan sich selbst übertroffen und ist die ganze Nacht wach geblieben, um Ibadah zu machen. Es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn die letzten 10 Nächte vom Ramadan begannen, إذا دخل العشر ماذا كان يفعل صلوات ربي وسلامه عليه أحيا ليلة. Er hat die Nacht durchgebetet. Er hat die Nacht in Ibadah verbracht. Er hat sich nur noch auf diese eine Sache konzentriert. Wie schaffe ich es, Laylat al-Qadr zu erlangen? Und unsere heutige Nacht ist eine ungerade Nacht. Es ist eine Nacht, in der die Möglichkeit besteht, sogar sehr gut besteht, dass es Laylat al-Qadr ist, über die wir noch viel sprechen werden, inshallah ta'ala, in diesen gesegneten Nächten. Ahya Layla, sallallahu alaihi wasallam. Er hat durchgebeten, alhamdulillah. Wir haben ein Programm. Morgen ist Sonntag, inshallah ta'ala. Die meisten von uns arbeiten nicht. Lasst uns in die Fußstapfen unseres Propheten treten und lasst uns versuchen, vielleicht einfach Zeit in der Moschee zu verbringen. Ich schaffe es vielleicht nicht, die ganzen letzten 10 Nächte I'tikaf durchzumachen, weil ich arbeiten muss, zur Schule muss, zur Uni muss. Aber immer dann, wenn ich Zeit habe, fasse ich die Absicht. Ich mache jetzt I'tikaf bis Fajr. Und inshallah, es ist ein Teil I'tikaf. Und Allah Ta'ala, er wird es als eine Ibadah ansehen, selbst wenn ich nur in der Moschee sitze. Alleine, dass ich sitze und auf das Gebet warte, ist schon eine Form von Gebet. Ist Ar-Ribat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. Und dass ich nach einem Gebet auf ein Gebet warte, das ist Ar-Ribat, dass ich auf dem Wege Allahs wache. Was hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam noch getan? وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. Er hat seine Familie mitgenommen. Er hat sie mit einbezogen in diese Ibadah, dass sie ebenfalls etwas von diesen schönen Nächten mitbekommen. Seine Ehefrauen, seine Töchter. وَجَدَّ وَجْتَهَدْ. Und er hat sich angestrengt. Er hat sich angestrengt in allen guten Taten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas. Er war der freigebigste unter den Menschen. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi al-ashr al-akhir. Und am freigebigsten war er im Ramadan, wenn Jibril auf ihn traf. Fa yudarisuhu al-Quran. Und mit ihm den Koran noch einmal durchging. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rih al-mursala. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam freigebiger war, als Wind, der mit reichen Gaben gesendet wird. Jetzt ist die Zeit, wo ich versuche, viel Gutes zu tun, mich selbst zu übertreffen, Mujahedat und Nafs zu machen. Und dann, washadda mi'zara. Und er hat seinen Gürtel zugebunden. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in diesen letzten 10 Nächten auch auf Dinge verzichtet, die halal sind. Jetzt ist keine Zeit mehr für Fernsehen. Jetzt ist keine Zeit mehr für Serien, Musal Salat. Jetzt ist keine Zeit mehr für Dinge, die mich ablenken. Jetzt ist nur noch Zeit für was? Für die Ibadah. Damit ich Laylat al-Qadr erlangen kann. As'Allah Azza wa Jalla an yuballighana jami'an Laylat al-Qadr. Qul amin. Möge Allah uns alle Laylat al-Qadr erlangen lassen. Inshallah. Inshallah.